in Innsbruck zur Osterzeit eine Osterausstellung machen können. So haben wir es gemacht. Gerhard hat mal die Sachen gebracht, wir haben das Ding aufgestellt, aufgebaut, präsentiert. Das sind wunderschöne Kunstwerke und es ist eine von den ersten Ausstellungen, was wir jetzt da haben, und es werden in Zukunft mehrere Ausstellungen in diesem Jahr da geschehen. Ich werde mal den Gerhard bitten, die Ausstellung zu öffnen. Danke, Herr Stern. Vergesst noch fürs Kommen. Bitte nicht für die Medien. Ich möchte es nur sagen, dass es heißt, dass man das auch schneidet. Wir haben also leider erst gestern diese Folder bekommen und waren natürlich, was Einladungen anbelangt, unglaublich gehandicapt. Also tut mir wirklich leid, das ist auf jeden Fall eine Tour gewesen, aber wichtig ist jetzt, dass wir das einmal erstattet haben, und wir werden also zwischendurch auch nochmal anschieben und so weiter. So, das also inoffiziell nicht für die Medien, vergesst nicht fürs Kommen, und ihr, liebe Christian, ebenfalls danke und Gratulation. Zu deinem Shop Tirol, du bist in Lienz als Futterhund, Entschuldigung, bekannt, großer Kenner der Kunstszene, auch Sammler von Antiquitäten, der also in Osttirol Persönlichkeiten, angefangen von Albinecker Lienz, Hugo Engel, bis hin zu Franz von Defrecker bereits super ausgestellt hat, also wirklich das Kunstleben bereichert hat. Und mir freut es, dass wir die Möglichkeit haben, heute die erste Ausstellung zu machen mit kroatisch naiven Künstlern, mit unseren Freunden. Stefan Heidung links neben mir und mit dem Zvonko Bischir. Mit dem Stefan Heidung bin ich ja im Grunde schon 30 Jahre befreundet. Wie hat sich das Ganze ergeben? Ich bin ja langjähriger Tourismusobmann, von früher von St. Jakob, aufgrund der ganzen Fusionierungen und so weiter, bis heute irgendwo touristisch tätig. Wir machen also heute dieses Jahr Osterdorf St. Jakob, auch auf mit einem tollen Rahmenprogramm, die ganze Woche durch. Beginnend mit der Ausstellung des größten Ostereis, das man im Zuge der Naturgeschichten diesen Sommer produzieren konnte. Der Stefan Heidock und der Matador haben diese 2,30 Meter hohe Osterei, 1,40 Meter breit, hergestellt. Und ich bin nahezu der Meinung, dass es wahrscheinlich das größte Osterei überhaupt ist, von Künstlern hergestellt, das es also mittlerweile in Tirol einfach gibt. Es wurde ausgestellt, wird jetzt ausgestellt. Wir haben ein tolles Osterdorf gemacht und wir haben ein Rahmenprogramm gemacht mit Ostereiermalen etc. zum Beispiel für die Kinder. Wir haben also bekannte Erzähler da, wie zum Beispiel den Hans Stefaner, der also dann in der Karwoche für die Kinder österliche Geschichten erzählen wird etc. Also ein tolles Rahmenprogramm und auch mit der Arbeit unserer zwei Freunde im Ort selber, dem man also wirklich beim Arbeiten zuschauen kann, also beim Babylon und beim Osterdorf. Und da hat sich dann diese Idee ergeben, gesagt, also wenn Sie schon die weite Anreise von Kroatien, von Novi Marov zu uns in Kauf nehmen, dann bietet sich das einfach an, einmal die Großstadt Innsbruck auch mit der naiven Kunst zu erreichen. Stichwort naive Kunst. Das hat also jetzt nicht unmittelbar was mit Naivität oder mit Dummheit oder ähnlichem mehr zu tun, sondern die naive Kunst ist eine Kunstrichtung in Kroatien, die in den 70er und in den 80er Jahren wirklich weltbekannt war. Und Exponate von kroatisch naiven Künstlern, Ivan Gelaric zum Beispiel, die sind aus in allen bekannten Galerien, zum Beispiel in der Welt bis hin zum Vatikan, gesammelt und ausgestellt. Wieso naiv? Weil diese Personen also keine akademische Ausbildung haben. Und in Wahrheit, viele waren Bauern, einfache Bauern, die also in dieser Trauerebene zu malen begonnen haben und das als Zu- und Nebenerwerb einfach die bildende Kunst ausgewählt haben. Vielfach Hinterglasmalerei, auch dafür sind sie bekannt, auch das hat ja einen Sinn, die Hinterglasmalerei, weil diese Bilder in Küchen auch ausgestellt wurden. Rauch etc. tut normalerweise Ölbilder. Natürlich noch 2-3 Jahre kannst du die Ölbilder vergessen, weil der Rauch aufsteigt, deswegen der Zwang, Hinterglasbilder zu machen, die man dann einfach mit der Fetzenschuldigung was aufwischen kann. Also naive Kunst hat nichts damit zu tun, dass die Künstler nicht malen können etc., sondern sie haben keine akademische Ausbildung, haben sich aber, glaube ich, von der Fertigkeit, von der Grundfertigkeit sind das ganz tolle Exponate, die also heute und hier ausgestellt werden. Und beide sind auch in Kroatien sehr bekannt, sehr bekannte Künstlerpersönlichkeiten, die also selber in Kroatien einen Namen haben. Und überhaupt hat das Osterei und Ostern, dieser Osterbrauch, eine große Tradition in Kroatien, ist ja ein katholisch geprägtes Land, das also Ostern auch lebt. Das Sterben und die Auferstehung Jesu Christi wird also hier wirklich intensiv auch gelebt. Und alles rund um Ostern, speziell das Osterei, hat
große Tradition und es finden auch in Kroatien immer jedes Jahr ganz tolle österliche Ausstellungen statt. So, wir haben das also jetzt seit Jahren in Steflecken da aus der Austria geholt und jetzt erstmalig nach Innsbruck. Das ist also eine wirklich tolle Sache. Kurz vielleicht zu den Exponaten selber. Dieses wunderschöne Ei, da vom Stefan Heidoch zum Beispiel, hat ein schönes österliches Motiv, sind also beidseitig bemalt. Also wenn man sich, glaube ich, diese Eier anschaut, da hat man wirklich, da findet man sich in der Kindheit meiner Meinung nach wieder. Man erinnert sich zurück an Zeiten, wo man noch an den Osterhasen geglaubt hat. Und das ist so ein bisschen auch das, was Stefan Heidoch macht. Und Stefan Heidoch ist auch sehr traditionell, also wenn man da reinschaut, diese Eier sind also von Stefan Heidoch, der immer eben seine österlichen Motive, Trachtenbärchen etc. und so weiter in seine Motive drinnen hat. Der Zvonko Bischier selber ist bekannter Hinterglasmaler und mit seinen Motiven widmet er sich typischen kroatischen Landschaften, die Sie da sehen. Nochmal, sie beide stammen aus der Trauerebene. Wenn man die Landschaft kennt, sie schaut so aus. Sie ist tatsächlich so unglaublich lieblich. Mittendurch fließt die Trauer in einer unglaublichen, zum Teil in einer unglaublichen Breite. Drumherum, also diese im Grunde sehr einfachen Häuser, die zumeist in Kroatien nicht verputzt sind, weil man erst dann die Steuern zu zahlen hat, wenn das Haus verputzt ist. Deswegen gibt es da zu viele unverputzte Häuser. Auch diese Geschichten also von Zvonko Bischier, einfach typische Motive aus dieser Trauerebene. Ja, ich danke euch, ich gratuliere. Wirklich persönlich. Ich erhoffe mir, dass ihr auch das eine oder andere Exponat verkaufen könnt. Und noch ein Wort zum Stefan Heidoch, bevor ich noch zwei, drei Künstler da vorstelle. Der Stefan ist ja nicht nur Künstler, Riefer-Künstler, sondern Landwirt, Weinbauer, hat also seine eigene Weine mitgebracht mit seinem eigenen Motiv und hat vielfach für diese Weine offen. Sie sind auch preisgekrönt, meistens mit Silbermedaillen und so weiter. Also er macht das hervorragend und hat auch seine Hauswürstel, seine Paprikawürstel, seinen Käse mitgebracht, also auch typische kroatische Spezialitäten. Stefan, also wirklich Dankeschön dafür. Vielleicht noch zu den Künstlern, die mit dabei sind da. Da zum Beispiel sind der Künstler, der Stefan Ivanec, ist einer der Größen der kroatischen Efenkunst. Ich sage es wirklich, also einer der Größen überhaupt. Nicht nur in Kroatien unglaublich bekannt, sondern selber wirklich eine Größe der naiven Kunst. Sind die Exponate von Stefan Ivanec, die man eigentlich immer wieder erkennt, also mit seinen typischen Landschaften, mit seinen großen Bäumen und so weiter. Daneben, das ist die Danica Klopotan, das ist die ehemalige Frau von Franjo Klopotan. Und Franjo Klopotan ist einer der Mitbegründer der kroatischen Efenkunst. Also auch, das sind wirklich auch Größen. Ich bitte wirklich einmal, dass man später mal so ein Ei herausnimmt und dass ihr euch diese Eier anschaut. Sie sind also so fein bemalt und die Künstler arbeiten an einem Ei bitte einen Tag. Einen Tag Arbeit plus Holzei, zusätzlich waren eins. Ein Blumenstrauß kostet dann 30 Euro also zu erwerben. Daneben, diese Blumenmotiv ist die Frau von Ivanec, die Andelka Ivanec zum Beispiel mit diesen Blumenmotiven, Danica Klopotan und Stefan, den Namen vergesse ich immer, das ist eine Künstlerin, die also ihre Motive hineinfremd, wie ist der Name von dieser Künstlerin? Das kann ich mir leider nicht merken. Also wirklich eine Palette sehr bekannter Künstler, die da sind. Ich glaube, auch über das große Ei brauche ich nicht viel sagen, sollte ein Blick vom sein und das hoffen wir auch, dass wir das auch dementsprechend verkaufen können. Und am Strich nochmal, Fagesco Christian, wünscht alles Gute und vor allem soll auch diese Ausstellung dazu dienen, dass wir in Osttirol es kundtun, dass du nicht nur in Osttirol super vertrittst, sondern auch da draußen Osttiroler Künstlern und anderen Künstlern die Möglichkeit zukünftig geben wird, auszustellen und darf auch noch den Lockung vom Verein den Art Osttirol in Gampa Harald zu begrüßen, wie ich alle natürlich Persönlichkeiten, Dr. Friedelin Zanon und auch bekannt und so weiter, wirklich Entschuldigung, Namen über 20 Jahre Lehrer, Gesichter habe ich nie vergessen, Namen immer. Also das geht so gut, also die bösartige Sendung, hier müssen wir das aufschreiben, schlecht vorbereiten, ja immer. So, also vergesst gut, du arbeitest weiter so, Christian, schauen wir, dass wir damit die Möglichkeit schaffen, dass er für Osttirol dementsprechend bei dir da draußen zu präsentieren. Das war eine super Geschichte. Aber das wirst du sicher auch alles schaffen und die Unterstützung von mir hast du. Und zum Schluss bedanke ich mich beim Tirol TV,
dass wir die Möglichkeit haben, aber was anderes zu Ostern mit kroatischen Eva-Kunst auch in Tirol, über Tirol hinaus zu transportieren, ist ja alles nicht selbstverständlich. Du, wir sagen wirklich Frau Gelskog, dass wir die Möglichkeit haben, für diese tolle, gute Zusammenarbeit, auch für die Künstler wichtig, damit sie ein bisschen was verkaufen. Danke, gell? So, und das war's, geredet habe ich wie immer zu lang und ich danke. Somit gehen wir zum gemütlichen Teil über, zur kroatischen Jause und Getränke. Seid herzlich eingeladen, dort was zum Jausen, was zu trinken und einen feinen Abend dort zu verleben. Vergesst du, danke schön. Danke fürs Kommen. Achso, vielleicht, dass ich Stefan muss. Ich will nur einige Worte sagen. Ja. Ich begrüße vielmals die liebe Dame und andere Gäste. Ja. Und ich danke vielmals für Gerhard auf so schöne Worte und Christian auch. Ja. Danke, Gerhard, vielmals. Du bist mein. Ich war so lange und ich bin sehr zufrieden mit dir, ja. Und das ist das passt mir. Ja. Danke, Stefan. Dankeschön und danke. Danke, Alex. Super. Gratulation zu diesem. Super. So. Genau. Kommt zu. Was musst du herstellen zu diesem wunderschönen, österlichen Motiv? Stefan, wenn ich das anschaue, ja. Da glaube ich fast wieder den Osterhasen. Das ist ja auch schön, nicht? Wenn man am Ostersonntag aufsteht und dann das Osterhasen jagt. Das sage ich ganz ehrlich was. Also wenn ich kein Nest finde, gell, da bin ich total beleidigt.